Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer Montagsfolge Rise of Minecraft. Und ihr seht, es ist nicht wirklich viel Zeit vergangen jetzt in der Produktion seit der gestrigen Folge, was auch der Grund ist, dass ich auf eure Kommentare bezüglich ME-System, Tutorial etc. Applied Energistics heute noch nicht eingehen kann. Ich freue mich allerdings sehr darauf, diese zu lesen. Und bin mal gespannt, was ihr da gestern so geschrieben habt. Unsere andere Baustelle, an der wir ja seit ein paar Folgen sitzen, beziehungsweise die wir schon angefangen hatten, ist die hier unten, die wir auch vorantreiben werden. Ich weiß gar nicht, warum ich hier durchscrolle. Wir werden in dieser Folge wieder ein wenig Beton klatschen, um hier mal ein bisschen ja, optisch auch ein wenig Fortschritt in Sachen Reaktorhalle zu erreichen. So, da können wir mal das hinsetzen. Und natürlich wird das nicht alles so beton großflächig klotzig bleiben. Nein, der Beton wird an ganz, ganz vielen Stellen jetzt noch rausgenommen werden. Wieder, da kommen dann Fenster rein. Ich wollte nur erstmal eine Grundfläche von der Halle haben, sodass ich selbst eine Vorstellung davon habe, wie sieht die überhaupt aus, wenn sie fertig ist. Wo kann man jetzt noch was einsetzen? Welches Detail fehlt? Wo kommt ein Fenster hin? Wie kann man das Dach gestalten? Das sind halt alles so Sachen, die ich dann noch nicht final entschieden hatte und deswegen erstmal die Wände so hochziehe, und Beton ist ja jetzt, es ist nicht Obsidian, wir können das ganz easy wieder abbauen und uns dann darum kümmern, wie wir das weiter angehen wollen. So, dann greifen wir uns gleich ein paar Carpenter-Ecken und erstmal noch Concrete, den wir schon wieder aufgebraucht haben. Also sind wirklich einige tausend Block Concrete in diese Anlage geflossen. Man hätte eigentlich mal am Anfang mitzählen sollen, wie oft man wie viel Concrete bestellt. Habe ich aber nicht. So. Das war das. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein eine Umrandung stehen. Jetzt gehen wir her und sagen, okay, das gefällt mir nicht. Ich nehme das, ups, das 3x3 Modus Einstellungsgerät hier. Dann knispel ich das mal eben weg. Und ähnlich werde ich auch, warum fehlen da Blöcke? Sehr suspekt. Das werde ich jetzt an eigentlich allen Ecken tun und werde da Carpenter-Ecken reinsetzen. Wenn es denn geht hier, wenn der Beton mich lässt mit seinen Speed-Effekten. Ups, da sind wir ein bisschen tief gegangen, aber das geht schon an der Stelle. Hier ärgerlicherweise habe ich natürlich gar keinen Platz gelassen, beziehungsweise kein Platz, was laber ich? Ja, ich habe Platz gelassen und zwar zu viel. Nämlich hier in der Ecke. So, dann habe ich noch die falsche Einstellung gedrückt. Ich will 3x3, aber dann 9 tief. Zack, und 9 tief sind jetzt auch schon zu viel. Ich glaube, einfach eine Säule hochziehen und mit 1 tief das rauszu. Hä? Ach, das ist, weil ich da zu kräftig drauf gekloppt habe, glaube ich. Ja, wie gesagt, eine Säule hochzuziehen und dann klassisch runter zu buddeln, hätte es, glaube ich, schneller erledigt. Aber egal. Kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Dann diese Innenecke ebenfalls. Einmal noch so.
Diese Ecke ist schon begradigt und die Ecken hier vorne lasse ich mal so, dass sie so aussehen wie hier. Diese Ecke wird auch nur von außen angeschrägt. Einfach um, wie gesagt, so ein bisschen Abwechslung hier in die Gebäudestruktur zu bekommen. An der Stelle haben wir schon rausgeprügelt. Das hier wird auch von innen mit einer Ecke abgeschrägt. Dann können wir hergehen und die Carpenter-Ecken suchen. Carpenter Wedges noch etwas über 600. Jetzt natürlich nicht mehr. Von denen können wir ruhig mal noch 2000 craften. Die kriegen wir schon irgendwie untergebracht. So, dann wollen wir mal sehen, ob sich das, was ich hier geplant habe, überhaupt mit dem Builder's Wand hochziehen lässt. Sonst brauchen wir das gar nicht angehen. So. Und ja, genau das wollte ich nicht. Okay, funktioniert. Bestens. Dann machen wir das natürlich auch. Hatte ich jetzt, ich hatte den ganzen Beton leider weggetan, ne? Dann ziehen wir erstmal nur das Gerippe ein und kümmern uns später darum, wie das Ganze dann aussieht. So und so. Mäh. War das jetzt unser Reaktor scharf oder ist das hier noch drin? Dann haben wir es vielleicht endlich davon abgehalten, auf unseren Energiespeicher zu scheißen. So. So. So, bei uns wird hier irgendwie im Keller so gerade so ein bisschen rumgehämmert. Ich hoffe, das hört man nicht irgendwie so stark in der Aufnahme. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da gemacht wird. Okay, das finde ich ganz cool, wenn wir die... und ich weiß gar nicht, warum habe ich das jetzt einzeln gesetzt? Man kann das auch künstlich in die Länge ziehen, da habt ihr recht. Ja. Ich bin ein bisschen doof. Okay, hier werden wir das besser lösen. Wir bauen das einmal hier unten auf. So. Weißt du, fällt dir auch bei den letzten drei Blöcken auf. Warum macht er das immer? So, ziehen wir die mal hier hoch. Dann schnappen wir uns gleich was von den Laborblöcken, die wir ja vor ein, zwei Folgen, ich weiß gar nicht mehr, in Auftrag gegeben haben. Und dann werden wir hier anfangen, den Boden ein wenig umzugestalten. Nachdem wir hier... Okay, hier mit dem Zauberstab, das wäre irgendwie Schwachsinn. Die muss ich, kann ich dann wirklich besser von Hand setzen. So. Hoppala. So sollte der nicht sitzen. Okay, dann, wo wir gerade in der Ecke sind, gehen wir hier noch entlang. So, 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 so. Highspeed. Nein! Ich hätte es nicht übertreiben sollen. Das Ganze wird hier oben nochmal, wo wir auch hier gerade dabei sind. Boah, wir werden so viele Carpenter-Ecken für diese Halle verbrauchen. Also da kann gar keiner sagen, dass das in irgendeiner Form klotzig aussieht. So viele Carpenter-Ecken, wie hier reinkommen. Dann diese Ecke hier rein und da rein. Das könnt ihr übrigens, wenn ihr Shift gedrückt haltet und das Mausrad dreht, dann könnt ihr die Carpenter-Ecken schon im Inventar entsprechend anpassen an das, was ihr hinterher gesetzt sehen wollt. Dann gehen wir hier einmal die Innenecke nach unten. Das lässt sich, glaube ich, irgendwie besser von
unten nach oben bauen. So, aufwärts. Dann hätten wir das auch. Und dann würde ich fast sagen, lassen wir es fürs erste. Nee, hier machen wir noch die Carpenter-Ecken rein. Und danach lassen wir es fürs erste mit den Carpenter-Ecken und gehen mal rüber und schauen erstmal, wie weit unser System ist. Vielleicht können wir noch mal so 5, 6 von den Speicherzellen ins ME-System einsortieren. Und dann gucken wir mal, was der Boden hier so zu bieten hat. Zumindest, dass wir schon mal den vorderen Bereich ein bisschen hübsch machen können. So, Carpenter-Ecken, weg mit euch. Wir suchen nach Storage. Da haben wir schon wieder einen halben Stack. Ach ja, die stacken ja nicht. Haben trotzdem schon wieder 37, 32 gehabt. 27 können wir ins Inventar nehmen. Zack. Gehen dann nach innen, sind dann schon auf der richtigen Höhe. Irgendwo war noch dieses Dings über, diese Ecke. Und dann haben wir schon wieder einige von diesen Disketten im System eingebracht. 178 sind noch scheduled, also geplant. Das heißt, wir sind schon ungefähr bei der Hälfte. Etwas weniger als die Hälfte. Ups, das ist eine Deep Storage Unit, die kriege ich leider nicht da rein. Schade eigentlich. So, da sind auf jeden Fall dann einige Disketten mit einiges mehr an Speicherplatz. Und ich glaube, das wird uns da an der Stelle schon extrem weiterhelfen. So, Laborblöcke wollten wir. Laboratory Blocks. 7000 noch was hatten wir wohl bestellt. Oder ich glaube, wir hatten 5000 bestellt, weil wir noch einiges im System dann auch hatten. Sind wir jetzt bei 7000. Ist ja auch scheißegal. Wir gehen hier runter und nutzen mal unseren neuen Durchgang. Ups. Und kommen an dieser Stelle raus. Und da fange ich natürlich direkt an, da wo ich nicht viel arbeiten muss. Und setze hier schon mal das ein. So, zieh das bis hier, bis alles zu ist. Und dann kommt man da unten nur noch durch die Zugangsluke, eben durch den Tunnel da rein. Dann hat der auch entsprechend noch eine wichtige Funktion. So, dann werden wir ein wenig Wiese farmen, denn ich habe ja Silk Touch hier vom Abbau der Cursed Earth noch auf diesem Stuff. Deshalb werden wir ein paar Blöcke Wiese jetzt ins Inventar bekommen. Ja, weiß ich nicht, ob wir die irgendwie gebrauchen können. Aber ist auf jeden Fall immer ganz cool, wenn man irgendwas baut oder dekoriert im Außenbereich. Ist immer cool, wenn man direkt Grasblöcke setzen kann. Zumindest dann, wenn man irgendwie große Erdflächen hat, immer mal wieder einen Grasblock dazwischen zu setzen, dass es sich umso schneller von alleine ausbreitet. So, haben wir das auch weggeschafft. So, dann. Ja, müssen immer häufiger mal ausleeren, denn wir haben natürlich sehr wenig Platz nur im Inventar. Und da passt immer nur eine Art Item rein. Okay, da dieses Loch hatte ich wohl selber gemacht. Dann füllen wir das mal mit Wiese. Genau, das war das Zielloch, auf das ich zugegangen bin mit dem Kabel. Ups. Okay, da müssen wir aufpassen, dass hier nicht die ganzen Carpenter-Dinger rausgehen. Das fülle ich mal kurz mit Wiese, weil ich die gerade im Inventar habe. Wiese raus, Carpenter rein. Kriegen wir das so repariert? Super.
Dann Erde wieder weg und Wiese wieder her. Dann können wir hier nämlich die Laborblöcke einsetzen und haben direkt den Effekt und können sehen, wie das Ganze aussieht. Natürlich muss dann hier jeder vierte Block wieder rausgeprügelt werden, weil wir das mit Glowstone füllen werden. Aber das ist eventuell eine Arbeit, die man dann im Livestream erledigen kann und das Ganze so ein bisschen mit Quatscherei verbinden kann. Wir fangen einfach hier schon mal an, um möglichst schnell dann auch den Effekt sichtbar zu haben. So, ziehen das dann natürlich mit unserem Super Builders Wand nach hinten. So, dann den hier auch ruhig schon mal dahin. Dann haben wir auch unterhalb der Treppe alles mit den richtigen Blöcken versehen. Hier mache ich es jetzt nicht, weil darunter auch irgendwo ein Kabel verläuft. Sieht hinterher sowieso keiner mehr. Unter der Treppe fand ich es irgendwie wichtiger. Weiß ich gar nicht warum. So, und hier. Und den letzten Block ging wirklich super schnell. Finde ich auch ganz cool. Und der Effekt ist unverkennbar. Ich finde, das ist genau der richtige Boden für eine solche Halle. Den hatte ich ja auch schon benutzt in dem Designvorschlag, den ich damals dem Peter eingeschickt habe für die Reaktorhalle in Minecraft Rise. So, die ganze Erde, die ich jetzt eingesammelt habe, verfüllen wir hier mal in der Ecke. Dann brauche ich sie nicht ins System legen. Und wir sind hier diese Ecke los. Ich weiß gar nicht, warum ich oben mit befülle. Das war dämlich, da kloppen wir es eh gleich wieder raus. Dann gehen wir hierher. Einmal soweit der Boden hier reicht. Und da müssen wir auch darauf achten, dass der Safe-Mode, so wie jetzt, dringend angeschaltet ist. Sonst besteht hier die Gefahr, dass wir in die Turbinen reinhauen mit dem Stuff of Power. Und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Hatte ich nicht vor, jetzt die Turbinen dann noch irgendwie zu durchlöchern. So, die Spur noch. Und dann sieht das wenigstens cool aus fürs Thumbnail. So, es ist immer so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, es ist immer so ein bisschen schwierig mit diesem Super Builders Wand, dass man auch genau auf die richtige Seite des Blockes haut. Dass man nicht hier hinhaut oder nicht dahin haut, sondern genau dahin trifft. Vor allem, wenn man sich bewegt und dann laggt es ein bisschen, ist immer ein bisschen riskant. Aber gut, hier haben wir 2,71 TAF inzwischen drin. Das läuft also immer weiter. Wir gucken nochmal bei Storage. Storage haben wir wieder 19 Stück. Ups, die Leertaste sollte da nicht landen. 8, 7, 5, 3 und 1. Packen die nochmal um. Oben in unser System. Und dann würde ich sagen, wenn euch das, was wir hier heute getrieben haben, gefallen hat, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder im Livestream. Ich weiß noch nicht, ob und wann der nächste kommt. News dazu auf Twitter. Auch da seid ihr herzlich eingeladen, mir zu folgen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bye Rise auf Minecraft. Tschüss.